So, moin moin und willkommen zurück. Selbe Stelle, neue Welle. Tribulus, let's play. Eine neue Runde. Halbe Wolle mir und bei mir mit dabei der Night Thunder 25. Moin. Und im Teamspeak noch der Muzzy. Moin. So, heute geht es hier mal wieder illustre Dinge, ganz viele Neuerungen und so weiter. Ich mache als erstes mal ein kleines Update mit euch und zwar flitzen wir ja einmal rum. Ich habe hier bin ein bisschen Enrage gegangen, gestern noch mit, wie heißt das Zeug hier? Bone Meal. Genau. Weil wir werden in naher Zukunft auf jeden Fall eine ganze Menge, unglaublich viel von dem Graszeugs und so weiter brauchen. Wir haben hier ein bisschen ausgebaut, das haben wir alles gemacht im Livestream. Ich kann das Ganze auch mal in groß zeigen. Also wir haben hier einfach mal so ein bisschen alles ausgebaut und umgebaut. Hier wird irgendwann demnächst unsere Soundcraft-Ecke hinkommen. Hier Botania Witchery. Wie wir das Ganze gestalten, wollen wir uns noch ein paar Gedanken drum machen. Sind wir jetzt noch nicht so zugekommen. Hier haben wir halt die Baumfarm immer noch. Wobei mich die da eigentlich so ein bisschen abfuckt. Aber das hatten wir schon so besprochen, so angefangen. Aber was wir da genau machen, da sind wir uns noch nicht ganz einig. So, dann haben wir hier hinten die erste Witchery-Baumfarm. Und zwar stellt die diese Rowan-Saplings her. Also um die geht es uns dabei hauptsächlich. Weil aus den Rowan-Saplings, wenn man hier mal so Utils drückt, ja okay, da wird ein Wicker-Bündel draus, das brauchen wir aber nicht. Man kann Dirt draus craften, brauchen wir auch nicht smelten. War schon nicht schlecht. Aber das war noch nicht das Eigentliche. Genau, Whiff of Magic können wir da draus herstellen. Und das Whiff of Magic, jetzt habe ich wahrscheinlich hier einen Dreiteiler draus gemacht. Jetzt ist wahrscheinlich kurz mal die Aufnahme weg gewesen. Egal, ich schneide das dann hinterher. Also die Musik ist auf jeden Fall auf einer normalen Lautstärke. Ich habe wahrscheinlich nur meine Kopfhörer wieder viel zu laut. Was haben wir noch für Neuerungen? Eigentlich nichts erstmal so weiter, ne? Naja, nö, eigentlich nicht. Also wir werden das Haus hier halt noch ein bisschen rausziehen und so. Und das machen wir aber alles noch in ein paar Streams. Und da nehmen wir euch dann natürlich wieder mit ins Gebet und so weiter und mit rein. So, heute geht es um 1, 2, 3, 4, 5, 6 Quests. Wahrscheinlich, eventuell. Als erstes, wir haben folgende Quest fertig. Erstmal kommen wir zu den Punkten, wo wir die Quests fertig haben. Wir haben im Livestream einfach mal dieses Mana-Tablet reingeschmissen und haben damit das Mana-Tablet fertig. Und wir kommen noch ein zweites dazu. Dass wir ein zweites dazukommen, ist wunderbar. Ich brauche nämlich zwei. Nein, Nighty, du sollst natürlich nicht leer ausgehen. Bekommst eins ab. Wo bist du? Das ist ja wundervoll. Du läufst gerade vor mir weg, das ist gut. Würde ich auch machen. Ich merk's. Hier, bitteschön. Dankeschön. So, das nächste, was wir natürlich fertig haben, ist in der Zwischenzeit Second Chance. Second Chance, wir haben das Brine drin und wir bekommen jetzt Nesastar-Blöcke und Golden Apple. Auch das hätten wir fertig. Sehr schön. Das nächste, was wir hier hätten, das wäre Molten Iron. Kümmern wir uns demnächst in diesem Kino noch drum. Aber nicht jetzt, weil wir haben noch jede Menge andere Quests offen. So, wir schnappen uns einen Stack Iron Ingots. Irgendwas habe ich gerade aus dem Inventar geschmissen. Genau, ach, was wir auch noch fertig gemacht haben für die Endoflames ist ein Cookofen aus Immersive Engineering. Und kriegen da natürlich dementsprechend das Creosote-Öl rein. Allerdings ist das irgendwie jetzt gerade ein bisschen weird. Na egal. Wir haben halt schon ein bisschen was von dem Zeug hergestellt. Und wir nehmen uns jetzt aber auf jeden Fall erstmal den Stack Iron und schmeißen den einfach mal hier rein. Wieso jetzt nur 38 Stück wiederbekommen? Soll der Quatsch? Ach, weil ich da noch 26 von dem anderen habe. Okay. Ich wollte gerade sagen, was soll denn der Quatsch jetzt? So, 64 Mana Steel Ingots. Lieber gleich mal ein bisschen mehr gemacht. Und damit können wir bei Botania eigentlich keine Quest abschließen. Als nächstes sollen wir einen Mana Diamond herstellen. Weil eine Mana Pearl scheinen wir schon gemacht zu haben. Hast du eine gemacht? Aus Versehen. Alles klar. Das ist einfach nur ein Diamant da reinwerfen. Hast du einen Diamant zufällig? Auf Tasche? Nicht auf Tasche, aber ich renn schnell. Ja, ich muss sowieso meine Taschen ein bisschen leer kriegen, weil ich habe jetzt ja natürlich die ganzen Questbelohnungen mit in der Tasche. Ja, wo packe ich die hin? Wohin genau? Warte mal, hier ist dieses andere Zeug drin. Machen wir das hier als Questbelohnungskiste irgendwie. Weil die Nether-Sterne, die werden wir nämlich brauchen. Dann packe ich dir da auch mal den Diamanten mit rein. Danke, sehr aufdringlich. Natürlich, immer doch. So, ich muss mal eben hier das Zeug auch nochmal wegpacken. Das brauchen wir nämlich auch gerade nicht. Das hier und... Nee, den brauchen wir gleich noch. Ich weiß nur nicht mehr wofür.
Ich hab's mir nicht gemerkt. Ach, doch, natürlich. Na klar. Moment, wir müssen einmal ganz kurz zum, hier. Zu unserem Kollegen hier, zu unserem Kameraden, Kameraden Blattaltar. Und in den Blattaltar hauen wir einmal Rotten Flesh rein. Was da rauskommt, werden wir sehen. We will see. Sooner das sehen wir gleich. Das sehen Sie gleich nach der nächsten Maus. Ach nee, das war noch wieder was anderes. So, Diamant reingeschmissen. Wir haben einen Mana-Diamanten rausbekommen. Und die Quest ist irgendwie immer noch nicht fertig. Wir sollen Mana-Glas herstellen und Mana-Infused-String. Upsala. Nee, so und dann Mana-Glas. Ist einmal Glas reinschmeißen. Das ist relativ easy. Und der String, wer hätte es gedacht, einen String da reinwerfen. Holst du schon oder hattest du was anderes gerade vor? Ja. Das ist ja gut, dann warten wir hier nämlich mal ganz kurz. Was hatte ich jetzt in diese Kiste? Ah ja, da hatte ich Botania-Zeugs rein verfrachtet. Was wir in der Zwischenzeit nicht mehr machen können, weil der Neid ist schon da. Kannst du halt reinschmeißen da. Einmal Glas da rein, zack. Daneben. Volltreffer. Und jetzt ist er drin. So, wunderbar. Oh Gott, geht gleich weiter. Was? Manas hier, Monocle und ein Assembly-Halo. Gib mir mal das Glas, bitte. Und wahrscheinlich den String auch. Eine Mana-Perle, hattest du die noch oder hattest du die anderweitig verwendet? Habe ich noch. Aber wir brauchen eh noch ein bisschen mehr Mana-Glas. Aber erstmal nur fürs Questen, ne? Alles Weitere dann wie immer später in diesem Kino. Monokel. Das Ding habe ich auch noch nie gebaut. Ah, da brauchen wir auf jeden Fall schon mal hier... Hast du noch Golden Nuggets irgendwie auf Tasche oder irgendwo rumliegen? Sollte ich, glaube ich, Moment. Irgendwo, meine ich, hattest du nämlich noch welche. 18. Ja, das reicht dicke. So, wir sollen einmal den da reinpacken. Den da reinpacken, den brauchen wir gleich. Und dann einmal diese Dinger so. Und dann haben wir dieses Monokel. Equip in Amulett-Slot. Weißt du, wofür das sein soll? Nein. Okay, dann bist du ja genauso doof, schlau wie ich. Richtig. Das Assembly-Hello kenne ich auch nicht. Da brauche ich noch dreimal Holz für. Nee, stimmt gar nicht. Viermal Knochen. Da wäre ich jetzt fast drauf reingefallen. Habe ich schon. Oh, du bist viel zu schnell. Das Halo ist aber nice, das weiß ich, was das macht. Das werde ich dann ja wohl gleich bald demnächst hier in diesem Kino erfahren. Ja. Yeah, Segment Blue. Sind wir jetzt fertig? Ja, wir können den Claim rewarden. Ja, glaubst du auch nur. Bei mir steht das Claim Reward. Ne, ich habe einen Taschenplatz zu wenig. Ah. Jetzt. Ich war ja fast gewillt, mal zu drücken. Aber... So, ja, wofür ist denn das Ding jetzt hier? Also, den hier packe ich jetzt mal in Baubels, in mein Inner Arts. Das andere Teil ist im Prinzip eine tragbare Workbench, mit dem du Rezepte einspeichern kannst, und wenn du das Zeug in den Taschen hast, kannst du das, egal wo du bist, einfach so craften. Geiles Ding! Das ist ja was für mich. Warum wusste ich sowas vorher nicht? Richtig gut, das Teil. Ich wollte dich damit mal einfach nicht überraschen. Vor allem diese Workbench andauernd im Dings ist geil. Richtig. Das Ding hat ja richtig Stil. So, was wir jetzt noch machen, ist, wir machen jetzt noch eine weitere Quest. Allerdings in eine andere Richtung. Und zwar in diese Richtung. Wir haben hier in dem Metallurgic-Infuser jetzt gerade nicht die Materialien, die wir brauchen. Moment, ich wollte nämlich einmal den Schritt komplett durchgehen. So, wir brauchen einmal so ein Eisending. Wir brauchen einmal Eisen und hauen das in einen Metallurgic-Infuser mit Redstone. Kriegen wir raus, in Enriched Alloy. In Enriched Alloy packen wir in einen Metallurgic-Infuser mit Compressed Diamonds. Kriegen wir raus. Ein Reinforced Alloy. Bis hierhin nichts Neues. So, jetzt haben wir hier Compressed Obsidian drin. Packen wir den Reinforced Alloy rein und kriegen wir raus Atomic Alloy. Die Atomic Alloys, die werden wir in naher Zukunft richtig hart brauchen. Und zwar richtig viel. Ich weiß auch schon, wofür alles. So, jetzt ist der nächste Schritt. Wie sind wir jetzt eigentlich an dieses Obsidian gekommen? Wir haben uns Obsidian geschnappt, haben das in eine Enrichment Chamber reingepackt.
Warum das Ganze so leise ist, ich möchte noch einmal erinnern, in Folge 20 oder so habe ich den Block-Sound ein bisschen runtergeregelt, weil mir das zu sehr auf die Nerven ging. So, wir haben jetzt den Obsidian-Dust. Jetzt muss ich auch mal selber gucken, wo war der jetzt rein? Combiner nicht, genau, in einen Metallurgic Infuser mit Diamant. Hauen wir das Zeug rein und kriegen raus Reinforced Obsidian Dust. Das Reinforced Obsidian Dust, das packen wir einfach wieder in so eine Enrichment Chamber. Ich warte mal einen Moment. Na, hier 11 ist eine blöde Zahl. 12, 13, 14, 15 und 16. Das klatschen können wir jetzt natürlich hier wieder reinklatschen in die Enrichment Chamber. Und nach einer gewissen Zeit kriegen wir das Compressed Obsidian raus. Nach gefühlt einer Stunde oder so. So, da haben wir das Compressed Obsidian. Das ist der ganz normale Schritt. Wir können aber auch, wie wir hier schon sehen, das Reinforced Obsidian zusammen mit Osmium-Ingots in einem Osmium-Kompressor reinpacken. Einmal kurz das Rezept. Der Osmium-Kompressor ist ein ganz einfaches Rezept. Das ist einfach mit Advanced Control Circuits, den Enriched Alloys, ein Steel Casing und zweimal Buckets und fertig ist der Osmium-Kompressor. So, wir bekommen halt, wie gesagt, bekommen wir da Reinforced Obsidian Ingots raus. So, dann nehmen wir uns mal die 13 Stück. Die werden wir jetzt nämlich auch brauchen. Wir werden aber wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Zeug brauchen. Denn jetzt wollen wir endlich mal uns ein super tolles Gerät bauen. Und zwar Atomic Disassembler. Yes. Aber erst brauchen wir noch ein Energy Tablet. Energy Tablet. Schönes Ding. Und warum macht er das jetzt nicht? Ich hätte eigentlich alles auf Tasche dafür. Verstehe ich jetzt nicht. Das ist immer so ein Rätsel. So, Atomic Disassembler. Einmal. Halt. Hier haben wir das Tablet. Jetzt macht er das Tablet nicht. Ach so. Einmal Gold zu wenig. Ein Gold. Schlechte Vorbereitung. Ja, ist ja nur für dich. Ich geh dir ganz schämlich. Warte mal, was ist denn, wenn ich das Zeug jetzt hier rüber packe? Nur mal so aus Interesse. Macht er das trotzdem nicht? Also irgendwann war da mal ein Bug, erinnere ich mich, aus meinem alten TBP-Pack. Da war mal so ein Bug mit Mechanism und Tinker's Construct, was dieses aufs Fragezeichen drücken angeht. So, du hast da jetzt auch einen. Was jetzt bei dem Questabschließen scheinbar wichtig ist, das Dingen nicht gleich laden, weil ansonsten ist die Quest nicht abschließbar. Hab ich durch einen Zufall, das war wirklich ein reiner Zufall, gesehen, gemerkt, wie auch immer, dass man die Quest dann halt nicht abschließen kann, wenn man eben das Ding gleich geladen hat, weil dann passt das irgendwie wieder mit irgendeiner ID nicht oder so. Wo hast du jetzt dieses Chargepad gelassen? Ja, stell dich zu mir mit drauf. Okay, ich stell mich mit drauf. Und da wird das Ding auch schon geladen. Sehr gut. So, was wir eigentlich jetzt als nächstes machen könnten, das wären zwei ganz einfache Quests. Nämlich, wir könnten auch gleich als nächstes in dem Baum mal die Storing Energy, sprich eine Basic Energy Cube. Basic. Weil wenn wir da nämlich mal reingucken, dann lachen wir uns bei dem Rezept ja wohl eigentlich mehr kaputt. Da lachen wir uns mehr kaputt als alles andere. So, damit wären jetzt die Zeiten von irgendwelchen Bound-Pickaxen, die hier das Gelände zerstören und irgendwelchen Imperio-Pickaxen, die einfach nur teuer sind in der Herstellung, wäre damit eigentlich jetzt vorbei. Wir schauen in der Zwischenzeit einmal ganz kurz hier, was der andere Kollege macht. Wir erinnern uns, ich habe vor ein paar Minuten hier oben einmal Rotten Flash reingepackt und wir haben einen Seed rausbekommen. Und zwar haben wir einen Pick-Seed rausbekommen. Yay. Und den werden wir natürlich jetzt Nighty in die Hand drücken, dass er da 10, 10, 10 draus macht. Alles klar. Jetzt könnte man natürlich meinen, so Trivolo, ihr habt Äpfel, ihr habt dies, ihr habt das, ihr habt jenes. Warum willst du jetzt noch Pick-Seeds haben? Wir brauchen später im Verlauf des Spiels, brauchen wir Raw Pork Chop. Wieso, weshalb, warum? Später dazu mehr. Alter! Geht der mir hier auf den Nerven, du? So, da müssen wir uns auch nochmal was einfallen lassen. Ja, können wir eigentlich zumachen. Kriegen wir keine Büsche mehr da, oder? Ich weiß nicht genau. Irgendwo bekamen wir, glaube ich. Könntest du ja mal durchgucken. Wow, die Folge hat es gleich hinter sich.
passt nicht ganz. Müsst das mal schauen. Die ganzen Questbelohnungen bei Second Chance. Ich glaube, da gibt es irgendwo noch was. War zumindest in der ersten Staffel. In der ersten Version so. Weiß ich jetzt halt nicht, wie das jetzt zur Zeit ist. So, wir brauchen zweimal dieses Tablet. Einmal und zweimal. Zweimal das Tablet. Brauchen wir noch irgendwie was? Wo bist du? Hier bist du. Ja, den Kameraden brauchen wir natürlich noch. So. Und ist das Stil? Ja. Bei dem Stil, da haben wir jetzt auch wieder zwei Sorten, ne? Mechanism und Immersive Engineering. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So. Den dahin. Stil, Stil. Redstone, 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 Redstone. Und dann noch diese... Ich weiß immer noch nicht, woher ich dieses Automation-Upgrade habe. Nach dem Stream gestern habe ich eigentlich keinen Alkohol getrunken oder dergleichen. So, und hier ist jetzt irgendwas schiefgelaufen. Aber was? Das sollte Eisen sein und kein Stahl. Alles klar, da haben wir den Fehler ja gefunden. Ziemlich zügig heute sogar mal. So, und damit haben wir auch diese Quest, nämlich... nicht abgeschlossen. Basic Energy Cube. Basic Energy Cube. Manual Detect. Nichts funktioniert. Where the player needs... These do not have... to be handled in... Ja. Einmal im Inventar reicht. Aber wir sehen, das Ding ist... verbuggt. Manual Detect. Nichts passiert. Nein, die drück du mal drauf. Das ist Mechanism Storing Energy Quest. Sage mir, ob es bei dir funktioniert oder nicht. Und dann brauche ich erst die Zelle. Da. Also bei mir funktioniert es nicht. Bei mir geht's auch nicht. Ich kann den manuell nicht detekten. Also Questbook OP Edition. Quatsch. So. Wie war das noch? Shift und Klick. Wir completen die Quest auf diesem Wege. Digga, weißt du warum? Ja. Können wir die nochmal zurücksetzen? Das könnte man auch. Wir haben die jetzt mal. Ich habe die jetzt mal resettet. Detection Task. Ne. Aber er hat ja den ersten Task schon gar nicht. Richtig. Es geht einfach nicht. Ja. Nee, dann werden wir das Ganze. So, Claim. Ich meine, es gibt 10 Ultimate Universal Cable. Das ist eigentlich Mumpe Pumpe, scheißegal. Aber das ist ja geil. Jetzt zeigt er halt an, dass wir auf allen bis zum Advanced Energy Cube alle hätten haben sollen. Relativ merkwürdig. Das ist aber auch neu. Das war davor nicht so. Richtig. Aber ich sag euch so, Leute, wir werden die anderen Dinger so oder so bauen und diese 10 Ultimate-Kabel, okay, wir haben normalerweise Universal-Kabel. Naja, gut. Da wir jetzt hier die nächste Stufe haben von den Alloy, können wir uns die auch so herstellen, also. Also von daher ist es eh Husten. So. Müssen dann nochmal, ja, das machen wir alles beim nächsten Mal. Ich würde sagen, wir sind erstmal durch für heute und wir machen alles beim nächsten Mal. Bis dahin, bleibt uns gewogen, bleibt uns treu, haut rein und tschüss. Ciao.